Affine Abbildungen laufen im Dreidimensionalen eigentlich genau gleich wie im Zweidimensionalen auch. Affine Abbildungen, das heißt, wir betrachten erstmal nur Strecken, Spiegeln und Drehen. Verschieben machen wir im nächsten Kapitel. Und wie gesagt, die Formeln sind natürlich die gleiche wie im Zweidimensionalen. Meistens ist es nur so, dass die Rechnungen ein bisschen komplizierter werden. Ich habe Ihnen hier mal so ein bisschen eine Übersicht aufgeschrieben. Drehungen. Die Drehung, Sie erkennen oder Sie sollten erkennen, bei einer Drehung im Dreidimensionalen ist diese Drehmatrix aus dem Zweidimensionalen wieder mit dabei. Das heißt, wenn ich um die X-Achse drehe, habe ich in X-Richtung, also in der ersten Zeile, in der Diagonale eine 1, ansonsten 0 und der Rest wird mit der Drehmatrix aufgefüllt. Wenn ich um die Y-Achse drehe, dann habe ich natürlich in der Y-Richtung, also an der zweiten Stelle in der Diagonale 1, sonst in der Zeile und Spalte 0 und der Rest wird wieder mit der Drehmatrix aufgefüllt. Und bei Z genauso Drehung mit Z-Achse, hier steht eine 1 und der Rest 0. Wenn ich jetzt zum Beispiel um die X-Achse und um die Y-Achse drehe, dann heißt es, ich muss eine Matrizenmultiplikation machen von der Matrix mit der. Und dann erhält man schon ein bisschen eine recht wilde Matrix. Also, wie gesagt, die Rechnungen werden komplizierter. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich um einen beliebigen Vektor drehe im Dreidimensionalen. Das machen wir aber hier nicht. Das ist eine ziemlich abgefahrene Formel, die gucken Sie einfach mal bei Wikipedia nach oder so. Wird auch sehr selten gefragt. Spiegeln, natürlich das Gleiche. Wenn ich an der YZ-Ebene spiegel, wird natürlich in X-Richtung ein Minus angesetzt. Das heißt, ich spiegel an der YZ-Ebene, das ist so die Tafelebene, indem ich die X-Koordinaten vertausche. Das heißt, ich spiegel in X-Richtung an der YZ-Ebene, also habe ich bei X eine Minus 1. Wenn ich an der XZ-Ebene spiegel, also in Y-Richtung, dann habe ich natürlich bei Y ein Minus 1. Und Sie werden es nicht glauben, wenn ich an der XY-Ebene spiegel, in Z-Richtung vertauschen sich die Z-Koordinaten, habe ich also hier ein Minus. Was passiert, wenn ich zum Beispiel an der X-Achse spiegel? Wenn ich an der X-Achse spiegel, dann entspricht das einer Spiegelung an der XZ-Ebene und an der XY-Ebene. Also habe ich in der zweiten Diagonale, im zweiten Diagonal ein Element und im dritten Diagonalelement ein Minus. Man kann sich so merken, das, was im Namen nicht steht, das ist negativ. Das heißt, ich spiegel an der XY-Ebene, im Namen taucht das X nicht auf, das X hat ein Minus. Ich spiegel an der XZ-Ebene, im Namen taucht das Y nicht auf, das Y hat ein Minus. Wenn ich jetzt zum Beispiel an der Z-Achse spiegel, Z-Achse, in Z taucht X und Y nicht auf, also werde ich bei Spiegelung an der Z-Achse bei X und bei Y ein Minus haben. Wenn es zu abgefahren ist, dann machen Sie das so, Spiegelung an der Z-Achse heißt Spiegelung an der YZ-Ebene, Spiegelung an der XZ-Ebene, die beiden Matrizen multiplizieren Sie. Sie werden nicht glauben, was Sie erhalten. Minus 1, minus 1, plus 1. Gut ist. Und bei Strecken genauso. Also strecke ich in X-Richtung, habe ich beim X ein A. Strecke ich in Y-Richtung, habe ich bei dem zweiten Diagonalelement einen Streckfaktor B. Und strecke ich in der Z-Richtung, habe ich im dritten Diagonalelement ein C. Wenn ich natürlich in mehrere Richtungen strecke, dann habe ich halt hier ein A, da ein B und da ein C. Dann ist gut. So, was kann man noch sagen? Allgemein zum Koordinatensystem im Dreidimensionalen. Sie haben natürlich drei Achsen. Meistens ist die X-Achse oder X1-Achse nach vorne gerichtet, das heißt von Ihnen aus gesehen auf Sie zukommend. Die Y-Achse ist nach rechts, also in die Richtung. Und die Z-Achse, sprich X3-Achse, zeigt nach oben. Allerdings kann man diese Achsen
Also X, Y, Z, beliebig drehen. Das heißt, wenn Sie die drehen, geht das auch. Also es ist auch möglich, dass die X-Achse in die Richtung zeigt, die Y-Achse nach oben, die Z-Richtung nach vorne. Je nachdem, welches Buch Sie anschauen, welcher Lehrkraft Sie haben, sind die Achsen eventuell gedreht. Was Sie niemals machen dürfen, ist Achsen spiegeln. Also wenn ich sage, das ist X-Achse, das ist Y-Achse, das ist Z-Achse, zwei Achsen einfach vertauschen. Also zwei Achsen vertauschen ist böse, geht nie. Also stellen Sie sich vor, das Achsenkreuz, die drei Achsen, das dürfen Sie drehen, Sie dürfen so rumdrehen, aber niemals zum Beispiel einfach irgendwelche Achsen vertauschen. Ich denke, jetzt habe ich Ihnen genug erzählt. Wir machen ein paar hässliche, blöde Aufgaben und dann sind Sie hoffentlich gut.